Und in der letzten Folge von Beyblade. So, da ist es. Jetzt legen die erste Item der Items. Es ist... Du hältst das Beyblade! Eine antike Maschine, mit der man Bitbeast rufen kann, mit der ich über den Boden schweben fortbewegen kannst. Ja, legen. Blablabla. Kannst du eine Maschine verwenden? Ja, Mama. Blablabla. So, gleich mal ausprobieren, ne? Du musst es Moment, das ist ein Schienen, ja. Außen. Wie viele Minuten habe ich noch? Fünf. Yeah! Ich liebe es. Yeah! Das werde ich den ganzen Tag machen. Wenn ich gut Schwung hätte. Das ist eines der kreativsten Dungeon-Items, die ich gesehen habe. Sonst gibt es immer nur Pfeil und Bogen und Enter. Dann gibt es den Kreisel. Ich meine, das ist ein Bumerang. Bumerang ist auch nicht so kreativ. Alter, was? Sieht immer diese krassen Skills an. Yeah! Ja. Yeah! Ah, das dachtest du, hä? Sauber. Dachtest du, hä? Ich bin stolz auf diese Meisterleistung, die du jetzt gerade eben daher vorbereitet hast. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Du bist kein Wolf. LOL! Boah, hast du gesehen, wie ich gerollt bin? Das kann kein anderer nachmachen. Oh. Das auch nicht. Ah, fuck. Ich glaube, ich werde sterben! Ich darf nicht sterben, das Item erst wird noch bekommen. Aber das ist gut, jetzt musst du wieder da oben. Aber ich bin wieder oben, ja. Genau wie geplant. Ich so muss ich wahrscheinlich dann dorthin. Ja, das war nicht so geplant. Und abspringen, so war das. Hauptsache abgeschlossen mit der Version 2. Jetzt habe ich es gemeistert. Ey, wenn ich sterbe, heißt es dann Let it rip. Boah, ganz ehrlich. Nicht der! Nein, oh, Schatz! Herbstteil! Vanessa, Alter! Da gibt ja jede Menge davon! Oh oh! Nicht getroffen! Oh doch, getroffen! Ey, das ist. Lol! Okay, ich dachte. Ja, wie soll ich dem denn ausweichen? Tja. Du musst es. Belieben! Du musst dann glauben! Ganz ehrlich, wir könnten den ganzen Tag einfach nur rumkreisen hier. Ah, ich muss wahrscheinlich einfach nur die richtige Richtung nutzen. So ist das. Boah, das hab ich voll gebraucht, Alter. Ohne das würde ich nicht weiterkommen. Kreisel, das brauche ich nicht. 10 Rubine, das ist wichtig. Das ist wichtig, ansonsten nicht. Ja! Das war cool. Ich wäre jetzt geflogen in die Kiste. Ich muss doch mal zurück. Ja, das sind meine Speedrun-Tactics. In Anführungszeichen zurück. Hier gibt es echt viele Schatzruhen. Aber der Dungeon ist auch nicht mehr lange. Ja, ich Wasserbomben. Weißt du, diese Wasserbomben, die Ballons mit Wasser gefüllt. Genau, das sind Teile, die wir auch machen. Das ist kein Problem. Moment, ich will die Karte gucken.
So, ja, für da kam ich ja. Das heißt, eine Schatztruhe ist dann noch. Die muss ich suchen. Die Zeit ist abgelaufen. Ah, die musst du suchen, die Zeit ist abgelaufen. Ja, okay. Ich schaff das noch. Ich schaff das. So. Okay, ab hier können wir Pause machen. Pause! Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der es heißt, Tai muss Beyblade spielen. Let it Rayblade! Beyblade! Ja, also bis dann, Leute, und ciao. Tschüss! Und nun zur eigentlichen Folge. Hallo Leute, willkommen zur neuesten Folge von Beyblade. Man sieht schon, die Welt ist am Beben. Wir haben so oft den Kaisel ausprobiert, dass für uns jetzt schlecht ist. Alles dreht sich nur noch. Genau, das ist der Fehler. Ne? Okay. Ja. Wir sind verschwunden. Ja, wie macht er das nur? Ja. Wusste er wieder. Ich dachte, das wäre ein HD-Textur. Nintendo und ihre HD-Remix. Oh! Und? Das ist so geil. Speed! Kriegst mich niemals! Nicht, wenn ich auf maximal Hyperschall-Tempo schalte. Oh oh. Und abspringen. Wo fahren wir denn hin? Ich weiß es nicht! Ich mach doch mal Spaß! Hey! Ich komme, wir sind erstmal auf die Insel in die Mitte. Ah, verdammt! Ja, easy peasy. Das wusste ich ja nicht. Ich mach das jetzt mal durch. Nur mit dem Kreisel! Ah, ich liebe es. Okay, hinter dir ist die Schatztruhe. Aber du musst kommen, ja. Erstmal. Wenden. Ja, hallo, das Wendeplatz. Ey, damit sollte der Verkehr geregelt werden. Nur mit diesen Beyblades. So. Hast du sie nicht mehr gegeben, aber? Der Schatz! Ja, warte! Ja, verdichte ihn mit einem Beyblade. Da kriegst du ein Archiv mit. Ja, schön wär's. Ah, Mann! Ich bist jetzt voll. Ich bin zu alt für den Scheiß. Nämlich schon 2000 Jahre alt. Weil ich tot bin. Nein! Er ist viel zu geskillt für uns! Schildattacke. Naja, okay, geht auch. Und die Bomben legen nicht vergessen. Komm mal. Okay. Dann wir jetzt die Truhe öffnen. Da muss ein Schlüssel sein, ne? Nein, ein Stempel. Hyanisch D. Komm mal! Hey, wir haben das D gefunden. Viel Spaß mit deinem Weihnachtsgeschenk, Spastel! Hey, was ist denn da oben? Oh, nichts, okay. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Master-Schlüssel kriegen. Wir wissen ja, wo der ist. Und der ist da oben. Okay. Oh oh. Voll geskillt. Das wäre scheiße gewesen, wenn ich gefehlt hätte. Das wäre richtig scheiße gewesen. Das ist ja der Schlüssel des Masters. Tschüss. Alles super von dort. Ja, erstmal Zeit verschwenden, weißt du. Das LP in die Länge ziehen. Der große Schlüssel. Ich habe auch einen großen Schlüssel. In meiner Hose. Wow. Was hätte? Ja, ernst. Erstmal Teabaggen hier. Ja, richtig. Teabaggen. They see me rolling. They hating. Patrolling. They trying to catch me riding dirty. Jetzt geht's nach oben. Erstmal in den Abgrund. Erstmal geradeaus. Muss ich auch. Yeah, Lord. Ey, guck mal, wie langsam. Wow. Deswegen bin ich jetzt rübergerutscht. Das ist ja der Wahnsinn. Spaß! Boom. Scheiße.
Oh, dein Ernst? Ja. Drück A und dann rauft er. Ich schaff das. Oh, da geht's ab. Ich muss nur aufschwingen, damit die Mist kommt, ne? Nö. Erstmal nach ganz oben, würde ich mal sagen. Und da oben ist... Nothing! Das sind Rubine, Mann! Ja, Rubine! Okay. Oh. Justice nice. Plant! Wo stell ich hin? Boah, ich hab Feuer gemacht! Jetzt müssen wir noch so eine Rave-Party da hinzufügen. Ja, konstruiert nur sowas. Jetzt kann mein Ding da nicht mehr rein. Nein! Nein! Naja. Oh. Wir weiter. Wow. Wollen wir jetzt abspringen? So. Boah, sieht übelst ab. Wo kriegt man nur diesen Schwung her? Tschüss! Wenn ich mal anklopfe, kriege ich Streit. Der Bosskampf ist auch super. Hier freue ich mich tatsächlich schon. Und notfalls kannst du Lampenöl trinken. Leute, es gibt keine Fee hier. Es muss eine geben, Moment. Es gibt keine Fee. Ich glaube, ich weiß, wo eine Fee war. Das sind Totenköpfe, die dann auf der anderen Seite sind. Ich sag doch, du musst anhalten! Ja, dann hol ich mir nochmal an. Dein Ernst? Ja, easy peasy! Boah, voll Sequence Break. Ja. Nein! Oh, nein! Ach, das! Nein! Das war gerade voll überfordert, ey. Ich krieg. Sie gibt dir Herzen. Ja. Nicht, dass du nochmal verwechselst. Verdammt. Bei deinem Skill könntest du Metroid spielen. Ja, auf jeden Fall. Weil da geht es um Secrets Breaking. Jetzt wäre das ein Secret gewesen. Tschüss. Nee. Weil Metroid ist ja quasi Zelda. Es ist wie Fallout halt zu Elder Scrolls ist. Okay. Bereit. Ja. Gehen wir rein. Und zerpflücken. Das ist ein Schloss, das sich lohnt, weil es kann nur von großen Schlüsseln geöffnet werden und nicht von kleinen Schlüsseln. Das ist also, dieses Schloss ist also keine Schlampe. Ist hier nicht so eine geile Melodie? Geile Bossmusik? Ist das nicht hier? Gleich finden wir es heraus. Ey, wir sind Archäologen. Der sieht voll sympathisch aus. Er will nur dein Freund sein. Er will dir die Hand geben. Ja. Er will mir die Hand geben. LOL! Hey, oh, das hast du ja du gesprochen. Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher lebt hast. Und noch, doch, welch ein Jammer. Blablabla. Fick dich! Das wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Dann geht das automatisch. Wir gehen uns dann nur im 8. Dungeon. Hast du ja gespoilert. Das ist logisch. Vor allem, er könnte jederzeit uns umbringen, aber stattdessen belebt er so einen Knochen wieder. Er will sich halt einfach nicht die Arbeit machen. Die Mühe. Die Bösen sind so dumm, weißt du. Die erzählen erstmal stundenlang von ihrem Plan, bis dann der Held ja schon das erledigt hat. Wer hat ein scheiß Schwert in meine Stirn gesteckt? Ich kann meine Stirn nicht sehen! Hat mir einen Spiegel! Riesenfossilbestie Skeletor! He-Man! Okay, jetzt soll ich nicht die geile Musik. Das heißt, wir sind He-Man. Hier bringt noch der Kaiser nicht so viel. In dieser Phase. Natürlich nicht. So.
Jetzt. Bam. Er kommt nicht auf deinen Lebensplan. LOL! Wie soll ich jetzt eine Freude kriegen, wenn ich kleiner werde? Ping-Pong! Der Frau steht doch nur auf große Männer! Was da? Was da? Was da? Ah. Du wirst jetzt gehen. Hey. Hier ist keine Blume mehr. Warum nicht? Das siehst du doch. Oh, was zur Hölle? Neuen Glitch entdeckt. Wir sind die Glitch Hunters. Eine neue Gruppe neben den Easter Egg Hunters. Boah. Das war scheiße, die Kleine. Was hast du denn noch jetzt verwirrt? Ich muss warten, bis der aufhört. Sagen, die nächste Phase des Kampfes ist auch schon ziemlich herausfordernd. Nein! Da auch bitte berühren. Wir können ja nicht angetastet werden. Das gibt's gerade eigentlich. Boah. Hab ich hier geköpft, ey. Ja, die Monster tun sogar was Nützliches, indem sie einfach nur rumstehen. Also für den Bot meine ich. Da wird's auch bald was. Ey, Moment mal, ja. Oh. Der ist schwer zu besiegen. Ja, doch nicht für den Taibold. Vielleicht hätten wir ihn doch Witz teilen sollen, ne? Weil das ist ein Witz, was du machst. Ey, du hast dich nicht mit Sagen gestellt. Es war doch nur alles nur ein Prank, Bro. It's just a prank. Dann zieht sich links so eine Maske ab. So, it's just a prank. Ich bin gar nicht der Taibold, ich bin der What's Bild, was? So, ich bin tot. Jetzt darfst du weitergehen. Immer und ewig. Irgendwas stimmt hier nicht. T-Bag. Oh ja. Ich hab's dir gegeben, Bitch. Wie kannst du es wagen? Seite 404 not found. Gleich Rage Quit. Hässlicher Kopf hat Rage Quitted. Steht da unten links in gelber Schrift. Nee, heißt Skeletor. Skeletor. Ah, ja. Ich bin gar nicht tot. It's just a prank, Bro. Und das T-Bag zahle ich dir jetzt zurück. Nein. Ja, so jetzt fliegt der Kopf so runter und klopft die ganze Zeit auf den Boden, weil es um T-Baggen. Ja, aber ohne Eier kann man nicht T-Baggen. Ey, genau, diese Kampfmusik, das ist der Kampf gegen den Dodongo. Aus Ocarina of Time. Und gegen Volvagia natürlich. Ah! Oh! Der ist einfach T-Baggen. Ja, ist einfach T-Baggen. Ich bin voll schnell wegfliegt, weißt du? So, oh Scheiße, schnell weg. Ich hab Angst! Ich warte nur, dass er wie so Jumpscare gleich auftaucht. Da ist er wieder. Scheiße, schneller als ich! Oh! Ja. Ja, pack mal dieses Schwert ab! Man darf nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Warum schlägst du mit dem Schwert auf ein Schwert ein? Ich hab mir wehgetan. LOL! Er tickt völlig aus. Oh, erstmal. Oh, okay. Mensch, kriegst du nicht. Jetzt ist er schon wieder abgehauen. Oh. Jetzt hab ich auch Beyblades. Ich hab ihn gar nicht lesen, Rückschreiter.
Oh! Oh! Hallo. Möchten Sie einen Staubsauger kaufen? Nein, möchte ich nicht. Weißt du, wie es schwer bewirkt, dass ich bei Zalando nur Stammkunde bin? LOL! Das ist oh, Mensch! Na, da hast du nicht gerechnet, ne? Nee, hab ich auch nicht. Das war etwas zu schnell. Genau wie geplant. Wir nehmen einfach den Skeletor und schieben ihn woanders hin. Wir schicken ihn nach Grayskull. Ah ja. Ah ja. Die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, ist, dein Schwert hochzuhalten und rufen: Bei der Macht von Hyrule! Ich habe die Macht! Ja, und dann wird Link nackig und hat riesen Muskeln. Natürlich wird er auch noch blond. Er ist ein wahrer Arier. Arier? Ja, weißt du, die Arier haben blaue Augen, blonde Haare. Die sind eigentlich, es existiert kaum noch ein Arier, weil unser Gene verwischt sich schon alle sind. Reine Arier sind selten. Hat er etwas von Gandorf, ne? Der so aussieht wie Gandorf. Entschuldigung! Also, ich bin doch nicht so knochig. Ich lebe doch da. Oh, dieser eine Schlag. Oh, der Gott. Eine hat mir den Rest gegeben. Weil zuvor war ich noch voller Energie, aber dieser eine Schlag, der hat's mir gegeben. Moment, ist just a prank, ich lebe eigentlich noch. Nein. Bin doch schon tot! Ich kann nicht zweimal sterben! Irgendwie schon. Aber Zanto hatte ja auch Monster-Reinkarnation verwendet, weißt du? Oh. Oh. Und dann haben wir einen Topf der Gier zerschlagen, da hat er zwei Karten gezogen, ne? Gehen wir, Teibold. Lass mich raten, die Augen im Hintergrund da jetzt an den Wänden, das sind von Pegasus die Augen. Dieses goldene Relikt. Genau. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Er hat natürlich gewusst, wie halt, was passieren würde, weil er hat ja das Auge. Genau, so sieht das aus. Tschüss, hat Spaß gemacht. Ich bin doch nicht tot. Irgendeines Tages wirst du wiedergeboren als ein guter Mensch. Jetzt runterfahren. Ja, jetzt runterfahren. Okay, jetzt lass mal den Scheiß. Ach, verdammt. Wir sagen, ihr werdet mich wiedersehen. Wenn ich bin, dann möchte ich ganz gerne, dass du den Typ von so einem Ziel reinfährst. Am besten noch, bevor diese Folge anfängt, schneide ich das auch so rein in der letzten Folge von Beyblade. Dann sind die Momente, wie ich rumreiße. Das wäre super. Wie dieses Phoenix Wright Bullshit am Wurf oder was? Ja, in der letzten Folge von Phoenix Wright Bullshit und Wolf. Bah, 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 bah. Und jetzt geht's weiter. Scheiße. Okay, gut. Boah, was. Ja, genau so, da kannst du stehen bleiben. Ey, das ist ein geiler Anfang. Die Welt bewegt sich. Ich drück nichts. So.